Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Darksiders. Und, Ja. Wir sind stehen geblieben, haben, die Abgrundklinge. Fresse. Wir müssen die Abgrundklinge suchen. Und, ich werde es einfach auch mal ganz schnell die vier Teile noch sammeln. Ich habe noch nichts offscreen gesammelt. Also, ich will doch davon erst die Abgrundklinge haben. Die Armageddon-Klinge, nicht die Abgrundklinge. Was rede ich denn schon wieder für einen Schmarrn? Und ich habe eigentlich... Ich bin guter Hoffnung, dass wir es schaffen, die die Armageddon-Klinge... Meine Güte! Die Armageddon-Klinge! So schwer der Name, oder was? Finden und zu schmieden heute. Es sind noch vier Stück. In der letzten Folge haben wir drei davon schon gesammelt. Ja. So. Ein paar kleine Gegner. Au. Zack. Vernichten wir einfach mal. Ah, wir haben keine Chance. Ja, man merkt schon, auch in den kleineren Bereichen, ne? Oh, okay, der ist groß. Da muss ich aufpassen. So, hier muss ich echt ein bisschen aufpassen. Komm. Wieso? Hast du gewechselt? Zack. Wow, das war knapp. Zack, komm. Schlag zu. Ich weiß, du willst es. Du willst es. So. Jetzt einfach nochmal mit voller Power auf ihn drauf. Komm, schlag zu. Au. Okay. Aber er macht bei Wetten nicht mehr so viel Schaden. Das finde ich sehr gut. Die Abgrundrüstung ist absolut genial. Manchmal du weg. Und du auch. Das ist eine Lebenstruhe. Die nehme ich nochmal mit, damit sie von der Karte verschwindet. Und hier ist auf jeden Fall... Tada! Armageddon-Klinge. Zack. Zack. Und... Ich muss nur schauen, wie ich da hochkomme. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob ich... Komme ich hier rüber? Nee, ich glaube, das muss ich auch von unten machen. Ah, komm mal her. Wow, okay. Ein halber Balken zieht es noch ab. Das ist ja süß. Ja, ist mir egal. Zack. Und einfach draufhauen. Das soll der mächtige Reiter sein. Ja, ich zeig dir schon, was ein mächtiger Reiter ist. Ich. So. Vernichtet ist er. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier rein. Kann das sein? Ja. Hier sind auch mal ganz nette Truhen, die ich noch nicht eingesammelt habe. Weil ich den Eingang noch nicht gefunden habe. Ja, hier hätte man zum Beispiel schon wesentlich eher reingehen können. Und
Und je nachdem, was für eine Fähigkeit man halt bekommen hat, ein Stockwerk höher gekriegt, wenn man da gekommen. Ich glaube, es ist sogar irgendwie ein Teil eines Lebenskerns drin. Oder irgendwie sowas. Ja, also auf jeden Fall schon mal ein Zornkern pro Stück. Zack. Das war der zweite. Und, Achso, eine Fackel. Zack, zack. Hallo? Oh, ohne Witz. So, einmal, zweimal. So passt die Sache. So. Ja, man merkt, hier kriegt man. Also wirklich. Oh, hier ist irgendwas. Hier ist etwas. Hallo. So. Nicht mal. Gar kein Problem mehr. Zack. Und ja, mit Todsumarmung? Was? Todsumarmung? Ist es schon um einiges einfacher. Aus dem einfachen Grund. Wir kriegen immer mehr Leben. Zack und zack. So, hier haben wir ein Bruchstück eines Lebenssteins. Sehr schön. Und wir brauchen die Abgrundkette, die wir nicht haben, weil wir sie nicht ausgerüstet haben. Heieieiei. Geht ja schon fast gut los. So, hier rüber. Können wir uns natürlich hier hochziehen. Na, wieder so ein großer. Was haben wir hier? Oh, Besessenheit. Erhöht auf Stelle Kriegschaosstufe auf das Maximum. Das heißt, wir haben einen neuen Behälter auch gefunden. Achso, und jetzt brauchen wir die Maske. Um dann hier oben das nächste Teil der Armageddon-Klinge zu finden. So, drei Stück brauchen wir noch. Es läuft ganz gut. Jetzt kurz auf die Karte schauen. Karte, Karte, Karte. Hier ist immer noch was. Irgendwas habe ich da noch ausgelassen. In welche Richtung war das? Oh, leicht nach rechts. Ja, ich will jetzt mal, wenn ich hier was finde, würde ich es nicht gleich auslassen. Ah, es sind scheinbar nur Seelen, aber na gut. Seelen sind immer ein etwas. So. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein. Ah, okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder zu Ulgrim. Und durchs nächste Schlangenloch gehen. Oh, nerv nicht. Ich habe jetzt gar keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. So. Fehlen nur noch drei. Die schaffen wir heute auch noch. Hallo, Ulgrim. In der eingeschützten Treppe ist auf jeden Fall was. Da gehe ich hin. Ja. Das hätten sie übrigens weglassen können. Es ist zwar ganz nett gemacht, aber auf die Dauer wird es echt nervig. Naja, egal. Hopp. Hopp. Und da oben geht es noch weiter. Natürlich. Jetzt aber, ne? Sehr schön. Och, süß. Zack. Muss ich ganz kurz gucken, wo ich dann ungefähr hin muss.
Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Ich glaube, das war eine Sackgasse. Hier geht's wieder raus. Ja, genau, hier ging's raus. Und hier ist irgendwo ein Artefakt. Oh! Nein, 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 nein! War hier das Artefakt? Egal. Werden wir gleich sehen. Nochmal da hochlaufen. Ich hasse diese großen Engel. So. Einfach ganz schnell töten. Bam! Bam! So. Weg ist er. Zack. Zack. Und tschüss. So. Damit werden die Engel auch erledigt. Ja, genau, da unten ist es. Artefakt Soldat. Yay. Okay, hier ist uns noch nichts. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ja, ich muss auf jeden Fall da hoch. Von da aus dann weiter zu kommen. Dürfte aber auch kein großes Problem sein. Oh, nett. Ein paar kleine Zombies. Mein Hunger stillen. Ja, es sind aber viele. So. Habe ich auch irgendwas vergessen? Eine Seelentruhe. Was man denn alles findet, wenn man die Erweiterung hat. Dass alle Items aufgedeckt werden. So. Oh, ja, ja, ja. Du bist doch ein Arsch. Dich werde ich so vom Himmel holen. Ja, ja. Jetzt hast du ein Problem, mein Freund. So. Darf ich jetzt bitte nochmal da hochgehen? Meine Güte. Nervig sind sie ja schon. Die Engel. Schwer nicht, aber nervig. So. Darf ich jetzt ganz in Ruhe da hoch? Danke. Okay. Sind wieder ein Haufen Engel. Au. Au. So. So. Und einfach drauf kloppen. Dich auch noch gleich wieder zurückholen. Oh, stirb. So. Noch irgendjemand, der aufs Maul will? So. So. Wurde mal Zeit. Ja, die geben mir nicht gerne die Teile der Armageddon-Klinge. Verdammt nochmal, ich bin gut! Wir werden nicht nachgeben. So, jetzt stirb einfach mal.
So. Weg mit euch. Geht doch. Geht doch. Noch irgendwo Engel, die aufs Maul wollen? Ja, natürlich. Hi. So. So, das war der erste. Kein Wunder, dass es immer so lange dauert. Komm. Komm her. Die zögern das Spiel schon noch ganz schön raus. Bei mir ist es wurscht. Ich mach das heute noch. Kann sie eine Stunde dauern, die Folge. Nein, nee, lieber nicht. Das letzte Mal, wo ich sowas gesagt habe, war es dann wirklich eine Stunde. So. Dann fehlen nur noch zwei Teile. Jetzt muss ich nur noch irgendwie eine Vulkan-Position finden. Die irgendwo in der Nähe ist, aber... Natürlich sind die Macher so nett und machen keine Vulkan-Position in die Nähe. Wäre auch langweilig. So, ist hier unten noch irgendwas? Habe ich da irgendwas übersehen? Auf jeden Fall nicht. Hier noch was? Nope. Okay. Das heißt, ich darf jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Hoffentlich diesmal ohne Engel. Zack. Wieder zurückfliegen. Aber wenigstens habe ich hier nicht so viel verpasst. Eine Seelentruhe, aber sonst großartig nicht wirklich. Fliehkrieg! Zack! Und nächste Flugkugel. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Wie heißen die Dinger eigentlich? Sphären. Flugsphären. Ich nenne sie jetzt einfach Flugsphären. Hat irgendwas. So. Oh. Oh Gott. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Beinahe wäre ich auf die letzten Meter noch draufgegangen. Ja, es gibt noch eine Stelle, wo ich keine Vulkan-Position habe. Das heißt, die muss ich mir auch wiederholen. Hallo? Vulkan? Danke. Dann gehen wir jetzt mal runter zur Kreuzung. Da ist auf jeden Fall auch was. Bei der Kreuzung werde ich wahrscheinlich am meisten verpasst haben, weil ich einfach, seitdem ich die ganzen guten Items, sage ich jetzt mal, also die Abgrundklinge und die Abgrundkette und das Portal und so weiter, da bin ich ja dann nicht mehr hingekommen. Ich war nur einmal dort, aber da habe ich mich auch nicht sehr großartig umgeschaut. Deswegen sind hier gefallene Engel. Kommt mal her. So. Ja. Es gibt natürlich auch wieder ganz gut Seelen. Wenn man die natürlich mit besiegt. Zack. So, und der nächste wird sterben. Ja, sie lassen mich nicht wirklich gern an ihre Sachen. So. Ich muss mich gerade... Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Aus dem einfachen Grund. Weil dieser Engel hier auch nichts macht. Nee, aus dem Grund, weil ich einfach hier so schnell wie möglich killen will. So.
damit wäre es auch weg. Und hier oben ist dann auch schon der Teil der Abgrundrüstung. Der Teil der Armageddon-Klinge, sowas. Habe ich hier irgendwas... Also ich muss hier auf jeden Fall irgendwie hochkommen. Die Frage ist nur, wie... Ohne ständig von kleinen, nervigen Zombies genervt zu werden. Ist auch wirklich das Einzige, was sie noch können. Nerven. Mehr nicht. So, irgendwie muss es da hochgehen. Ich frage mich nur gerade, wie. Ich finde sozusagen den Weg nicht... der mich nach oben führt. Das ist auf jeden Fall eine Flugsphäre, die ich nur mit der Maske der Schatten sehen kann. Das ist logisch. Müsst ihr mich jetzt hier nerven? Was ist hier? Ah, hier ist auch eine. Und hier auch. Ah, okay. Dann hat sich das erledigt, wie es funktioniert. So, komme ich da überhaupt dahin? Nein, komme ich nicht. Aber... ich komme hier rauf. So funktioniert das Ganze also. Okay. Da habe ich auch noch eine Schatztruhe vergessen, aber... oh fuck. Oh fuck. Okay. Super. In der Luft darf ich das Ganze machen. Das ist ja toll. Das ist so wahnsinnig toll. Na egal. So. Ah, perfekt. Bin oben. So, jetzt ist hier noch irgendwo eine Schatztruhe. Wo auch immer. Die müsste hier direkt unter mir sein. Okay, die Schatztruhe finde ich aber ehrlich gesagt nicht. So, holen wir uns erstmal das Teil. Deswegen bin ich hergekommen. Das will ich auf jeden Fall haben. So, aber... fehlt nicht mehr so viel, ne? Irgendwo muss hier trotzdem noch was sein. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie finde. Die Schatztruhe ist nämlich gut versteckt. Da ist bestimmt was Gutes drin. Oder ist sie unterirdisch? Kann das auch sein? Hier sind auf jeden Fall Seelen. Das ist schon mal etwas. Aber wo dieser ist, ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Na, unterirdisch kann sie nicht sein. Ich bin verwirrt. Ich schaue da nochmal hoch, aber... kann es sein, dass es... ich weiß es nicht genau, ob es hier eine Schatztruhe gab, die falsch angezeigt worden ist. Das könnte natürlich sein, dass das dann
hier irgendwo so eine Schatztruhe ist, die falsch angezeigt wird, ne? Aber ich sehe auf jeden Fall keine Schatztruhe. Und irgendwer hat, glaube ich, was geschrieben von wegen, dass es eine Schatztruhe gibt, die falsch auf der Karte angezeigt wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die ist. Na gut, aber egal. Kann ich nochmal da hochschauen. Aber da ist auch nichts. Nö, da ist definitiv auch nichts. Na, dann lassen wir die einfach mal stehen. Ich glaube, die habe ich im ersten Durchspielen auch nicht, schon nicht gefunden. Also lasse ich die jetzt einfach auch mal. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen hier? Da hinten ist noch eine Truhe, aber das ist, glaube ich, auch keine großartig besondere. Na gut, dann würde ich sagen, auf zum letzten Bruchstück. Ist jetzt auch nicht mehr so weit, ne? Ein Schlangenloch. Und da müsste ich hin. Ja gut, aber das kann ich nochmal zu Fuß hintergehen. Weil ich muss sowieso dann zum Ambusfurt noch. Denn wir müssen ja die Klinge auch noch schmieden. Und dafür brauchen wir den schwarzen Hammer. Und ihr wisst ja alle, wer der schwarze Hammer ist. Aber es dürfte kein Problem sein. Haben wir ja gleich gemacht. So. Das war der falsche Ausgang. Das ist der richtige Ausgang. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wo es lang geht. Hier unten, genau. Hier muss ich runter und... Eieiei. Wieder schönes Empfangskomitee für mich. Mein Gott, ich weiß gar nicht, warum ich hier alle hassen. Bin so nett und mach kostenlose Amputationen. Oh, da ist eine Schatztruhe. Die hole ich mir. Die hole ich mir auf jeden Fall. Da ist ein... Oh, okay. Das heißt, kurz. Ah, falscher Knopf. Und Artefakt habe ich auch vergessen. Sehe ich gerade. Doc, wir brauchen jetzt gerade keinen Boomerang. Deswegen wechsle ich meinen Boomerang aus. Na komm. Hallo. Na, dann machen wir es halt so. Ah. Aber ich brauche noch ein zweites Portal. Ich brauche noch ein zweites. Kurz mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ah, ich hab's im nächsten vergessen. Na, dann gehen wir dann auch dahin. Hi! So, weg mit dir. Weg mit dir. Ich habe mich eins vergessen. Ich darf von außen kommen. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Wie kommt man da hin? Hör auf! So. Kann ich das nochmal aktivieren? Nee, kann ich nicht.
komme aber auch da nicht hoch, ne? Ne, die Abgrundklinge kann das auch nicht holen. Das ging bestimmt irgendwie. Ah, okay. Frage ist, komme ich so weit? Ich habe immer nach oben geschaut. Das war mein Fehler. So. Oh oh. Das war dämlich. Besonders weil da auch noch eine, scheinbar irgendwo eine Kette war, genau. Ah. Artefaktmeister, schön. Jetzt brauche ich natürlich das hier noch. Falsches Item. Richtiges Item. Hallo? Komme ich denn da auch irgendwie rein? Ah, so geht's. Perfekt. Und wir haben ein Bruchstück eines Zornkerns. Und ich höre gerade, meine Vögel gehen wieder voll ab. Schön. So. Wie viele Artefakte fehlen mir denn eigentlich noch? Falscher Knopf natürlich. Zwei Stück von beiden und dann natürlich noch ein Ultra-Artefakt. Wo das Ultra-Artefakt ist, weiß ich glaube ich auch. So, aber hier muss irgendwo das letzte Artefakt versteckt sein. Nicht das letzte Artefakt, sondern das letzte Bruchstück der Klinge. Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser Klinge. Ich wirf alles durcheinander. Die Abgrundrüstung und allen möglichen anderen Scheiß. Ah, okay. Die kleinen Fische lasse ich jetzt einfach mal. Und beim überschwemmten Pass. Da habe ich scheinbar auch die Bulgrim-Position nicht gefunden. Wo ist denn die? Gucken wir mal schnell auf die Karte. Ja, ich sehe schon, heute wird es auch wieder eine etwas längere Folge, aber kann ich nicht unbedingt was dafür? Ist halt einfach so. Es gibt nämlich genau zwei Sachen, die ich mir vorgenommen habe für die Folge und die werde ich auf jeden Fall machen. Einmal ist es halt einfach, diese Klinge zu schmieden. Und das andere wäre noch die letzte geheime Erweiterung zu finden. Ja, okay, da ist nichts drin. Oder nichts Gescheites. Ja, und ich finde, dieses Spiel ist relativ cool. Also Darkseid ist auf jeden Fall, weil man mit der Zeit einfach auch hier auf der Weltkarte alles sehen kann und genau weiß, wo man noch was übersehen hat. Sei es jetzt Artefakte, sei es jetzt irgendwelche anderen unwichtigen Dinge. Au. So, schwimmen wir ein bisschen schneller. Von daher finde ich das absolut genial. So, ja, hier können wir nur mit unserem Handschuh rein. Bam. Noch ein Zornkern. Also jetzt haben wir ihn komplett. Schön. So, erstmal das hier weg. Da habe ich auch irgendwas übersehen. Wo ich nicht hinkomme. Na gut, holen wir uns erst die Abgrundrüstung. Die ganzen Sachen kann ich dann natürlich offscreen auch noch machen. Also von daher, kein Stress.
Okay, hier geht's hoch. Jetzt. Wie ging es denn weiter hoch? Irgendwie war ich da schon mal oben. Ah ja, da. Einmal das. Komm. Ach komm jetzt. Hallo. Ich bin doch da extrem nah dran. Achso, ich muss das hier machen. Ich bin auf irgendeinem anderen Weg auch schon da hochgekommen. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Hm. Chill mal. Da ist nämlich auch noch was. Komme ich da einfach so hin? Gucken wir mal, test mal. Komm, krieg, komm, ein bisschen noch. Jawohl! Ein Teil eines Lebenssteins. Fehlt noch einer, dann haben wir wieder einen Balken mehr. Aber jetzt gehen wir erstmal zum schwarzen Hammer. Okay, da. Schwimm mal ein bisschen schneller. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht mal so viel ausgelassen. Das wundert mich ja an meiner Spielweise selber. So, weg mit dir. Du wirst auch einfach mal ganz schnell vernichtet. Ein paar Seelen kann man immer brauchen. Und Chaosfresser Stufen. Es ist voll Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. Ist natürlich jetzt cool, dass wir den Chaosfresser jetzt auf der höchsten Stufe haben. Glaube ich jedenfalls, dass es die höchste ist. Oder? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, dass wir den Chaosfresser jetzt auf Stufe 4 haben. Denn ich zeige euch gleich, warum. Ist mich... Ja gut, egal. Ich kann es euch so sagen, die Armageddon-Klinge, die wir kriegen, ist sozusagen der Ersatz für unseren Chaosfresser. Und diese Klinge ist, glaube ich, von Anfang an Stufe 4. Also war das verdammt unnütz. Aber egal. Ich kämpfe trotzdem sehr gerne mit dem Chaosfresser. Oh, was haben wir denn hier? Oh, schon wieder ein Bruchteil des Zornkerns. So viel Zorn benutze ich doch nie. So. Au. Au. Kannst jetzt mal richtig sliden? Danke. Hätte ich die Vulkan-Position gefunden, hätte ich mich, glaube ich, hinporten können. Scheiße, ich bin so doof. Na egal. Machen wir den Weg nochmal schön schnell zu Ende. Die Fische interessieren mich einen feuchten Kehrig. Und hier geht es nämlich auch schon wieder raus. Haben wir noch irgendwas? Nein. Okay, da muss ich rüber. Wow! Gut gemacht, Krieg. Du kannst auch über das Seil springen. Anstatt dich dran festzuhalten. So, so ist es gut. So gefällst du mir, Krieg. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn ich diese Vulgrim-Position nicht freigeschalten hätte. Vulgrim? Na doch, die hatte ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Stimme von Vulgrim gerade anders geworden ist. Kann das sein? Dass der letzte Spruch von ihm mit einer anderen Stimme gesprochen wurde? Das wäre dämlich. So. Live und gehen wir zu Ultan.
dem schwarzen Hammer. Ja, wir hören ihn schon schmieden. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Zack. Komm, passt. Meine größte Arbeit. Bis jetzt. So, und jetzt haben wir die Armageddon-Klinge. Ja, um einiges noch stärker als die normale Klinge. Und sie schaut einfach geil aus. So, Armageddon wurde von Ultra neu geschmiedet und ist die einzige Waffe, von der bekannt ist, dass sie den Zerstörer erledigen kann. Natürlich, man braucht immer so eine Waffe, um den Endboss zu besiegen. Man braucht immer irgendwann eine besondere Waffe, um einen Endboss zu besiegen. Ich kenne so gut wie... Also es gibt sehr wenige Rollenspiele, wo es nicht so ist. So, sei es jetzt bei Zelda das Masterschwert oder... Weiß nicht. Prince of Persia, glaube ich, hat man auch immer eine neue Waffe oder so gefunden. Kann das sein? Oder rede ich gerade ziemlich in Schwachsinn? Naja, egal. Yo, hi. Grüß dich. Ich will jetzt noch mal ganz kurz ins Ascheland. Die Position habe ich immer noch nicht gefunden. Die werde ich auch noch suchen. So, ins Ascheland, weil ich muss, soweit ich weiß, zu irgendeinem Bohrturm. Wieder. Und zwar dieser stillgelegte. Da muss es dann scheinbar auch irgendwo die letzte Waffenerweiterung geben. Deswegen schaue ich da mal noch ganz kurz hin. Boah, wir sind schon bei 45 Minuten wieder fast. Aber das ist auch das Letzte, was ich in der Folge machen werde. Wenn ich die Waffenerweiterung habe, dann passt es. Dann kann ich endlich offscreen noch meine Sense und meine Faustwaffe trainieren. Mein Handschuh. Und dann, noch dementsprechend meine Fähigkeiten kaufen. Vielleicht noch ein paar Zornkristalle suchen oder Lebenskristalle und den ganzen Spaß halt. So, jetzt muss ich aber erstmal den Bottom finden. Da muss es irgendwo nach unten gehen auf jeden Fall. Das heißt, der müsste es sein. Ein bisschen links von mir. Nochmal. Ruin. Stell dich nicht so an. Reite gescheit. So, ich glaube, hier war, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Können wir hier nach unten? Ja, hier können wir nach unten. Also muss es der scheinbar sein. So.
Gucken wir noch ganz kurz hoch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es der ist. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier jeden Bohrturm abzusuchen. So, ganz schön nach oben. Und... So, schauen wir uns hier mal ein bisschen in Ruhe um. Aha, aha, aha. Das bringt mir auf jeden Fall jetzt gerade nicht viel. Maske der Schatten irgendwas? Nein. Auch nicht. Ich muss da auf jeden Fall irgendwie hochkommen. Hm. Vielleicht von außen. Außen gab es ja auch immer noch Lianen, wo ich mich hochklettern konnte. So, jetzt wartet mal. Hier irgendwo konnte ich doch bestimmt nach oben klettern. Ja, genau hier. Genau das. So, und jetzt... War das auch wirklich hier? Oder musste ich dann noch weiter hoch? Ah, hier, genau. Ja, genau, ich muss aber noch weiter hoch. Verdammt, wie ging denn das? Eieiei. Wie kam man da hoch? So auf jeden Fall nicht. Ach du Heilige. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich da hinkomme zu dem. Was ist hier? Hier kann ich auf jeden Fall hochklettern. Kommt mir sehr unbekannt vor. Das ist eigentlich schon immer ein gutes Zeichen. Okay. Okay. Hier geht's wieder weiter hoch. Oder? Oder etwa nicht? Mann! Ach komm, das ist doch jetzt dumm. Das ist doch jetzt voll doof. Ich glaube, so bin ich nämlich zu meinem... zum... Aha. Nicht so gut. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Ich schaue mich jetzt nochmal hier ein bisschen um. Okay, hier muss ich dann hin wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Ach nee, das war... Da bin ich gewesen. Da habe ich den letzten Teil der Abgrundrüstung gefunden. Muss ich vielleicht auch runter? Das Wasser? Oder bin ich am falschen Bohrturm? Ich glaube, ich bin am falschen Bohrturm. Oh, das erklärt natürlich einiges. Komm. Schauen wir mal, wo noch ein zweiter Bohrturm ist. Ganz kurz gucken. Der ist auf der anderen Seite. Ich glaube, da muss ich dann auch hin. Zu den beiden da.
So, Reiteruin. Reite mich gen Sonnenuntergang. Ich reite vollkommen falsch. Okay. Nach Norden. So. Dann nach Westen. So, und hier müsste es schon eher sein. Kann das sein? Bin ich hier richtig? Das sieht gut aus, aber komme ich da durch? Nein, ich komme da nicht durch. Oh, die Reiter schon wieder. Na gut, da muss ich außen rumgehen. Dauert doch länger, als ich dachte. Ich dachte, ich gehe da schnell hin, hole mir das Teil und bin ich fertig. Für heute. Sogar den Weg kann ich nicht gehen, Alter. So. Hier hoch. Und dann gucken wir mal. 51 Minuten schon. Ich glaube, ich spinne. Hier muss ich hin. Aber... glaube ich... nee, hier muss ich hin. So, das war der richtige Weg. Oder? Ja, doch. Das war schon richtig. So. Das heißt, hier rüber... nicht versemmelt, das ist schon mal sehr gut für mich. Und ja. Hier sieht es schon mal ziemlich richtig aus. Ich brauche mein Bumerang wieder. Mein Bogen. Natürlich mein Bogen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. So. Meine Portalkanone brauche ich gerade nicht, dementsprechend. So, hoch. Und jetzt halt nachspringen. Runter. Okay. Hat verdammt gut geklappt. Muss ich ja schon sagen. So, hier kann ich rüberfliegen. Ganz in Ordnung. Jetzt muss ich nur wieder da... ja genau, hier ist ein stillgelegter. Da, wo ich dann auch runterspringen kann. Genau, den habe ich gesucht. Perfekt. Und hier kann ich auch ganz in Ruhe rübergehen. Gar kein Problem für mich. Jetzt muss ich die Augen langsam aufhalten. Und zwar ging es hier hoch, genau. Hier kann ich mich dann irgendwo... ja, genau. Perfekt. Zack, hier... hallo? Alter! Kann ich mich rüberschwimmen, schwingen. Kann dann scheinbar den hier stoppen. Bin ich gespannt, ob das auch wirklich da ist, wie ihr mir gesagt habt. Ich schaue mich jetzt aber hier oben trotzdem noch mal ein bisschen um. Nicht, dass es noch einen anderen Weg gibt und ihr sagt, haha, du bist den falschen Weg gegangen. Da ist nämlich nur ein Soldatenartefakt. Kann auch sein. Ich kenne euch ja. So. Hier muss ich runter. Und dann gucken wir mal, wo ihr mich dahin geschickt habt. Ist echt nur ein Artefakt. Oh, Großfürsten-Artefakt aber. Okay. Dieses Emblem trägt das Zeichen des tyrannischen Generals der Höllenlegion. Sein Name ist seit langem in Vergessenheit geraten, aber seine Kräfte stecken noch immer in diesem Totem. Bringe das Emblem sowohl Grimm, damit es sie entlohnt.
So. Wo ist jetzt dieses Scheiß, diese scheiß Erweiterung? Was ist hier oben? Das ist ja auch hier. Nee, das ist von der Seelentruhe. Ah! Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Hier ist auch noch eine Schatztruhe. Was ist hier da hinten, ja? Vielleicht wolltet ihr mich nur dahin schicken. Ich traue euch alles zu. Ja, hier kann ich mich auf jeden Fall auch rüberschwingen. Ihr habt irgendwas mit einem zum Rüberschwingen gesagt und das sieht doch schon nach eher Nachbarn aus. So. Hier die Gegner schnell besiegen. Zack. Wow, habt ihr gesehen, wie wenig Schläge ich gebraucht habe für den? So. Und jetzt nochmal ihn fertig besiegen. Ja, dann kommen halt zwei davon. Wäre auch egal. Kein Problem, mein Freund. Und der erste, der andere. So. Jetzt nochmal kurz ein bisschen fertig besiegen. Bam. Köpfen. Schön. Und was haben wir hier? Haders Gabe. Oder Hader? Hades? Aber Haders Gabe. Hades würde ich ja eher noch verstehen, aber egal. Macht den Benutzer zu einem Meister im Umgang mit Schusswaffen. Damit erhöht sich Kriegseffektivität im Fernkampf. Jöi, was dies natürlich kann, zeige ich auch noch. Info. Erhöht den Waffenschaden, generiert Zorn bei Todesschlägen, generiert Chaos bei Totenschlägen. Passivbonus erhöht den Schaden durch Kriegsschusswaffenangriffe erheblich. Verbessert Kriegsverteidigung gegen Schusswaffenangriffe. Cool. Sehr nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Die anderen finde ich besser. Übrigens kann ich. Ah, ich kann. Auch die Armageddon-Klinge gar nicht ausrüsten mit irgendwas anderem. Hm, das ist natürlich blöd. Na gut. Aber Leute, ich würde sagen. Es reicht. Ich habe nicht ganz eine Stunde gebraucht, sondern nur 58 Minuten und 30 Sekunden. Dementsprechend würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Werde offscreen jetzt ein bisschen was sammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann uns langsam gen Ende des Spiels bewegen. Bis dann, Leute. Ciao.